Moin Leute, ich bin der Stefan, zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einem neuen Duel Talk mit einer ganz besonderen Person, Team KS. Hi, Ibims, Niklas. Entschuldigung. Ist okay. War ganz vielleicht schon leicht hört, ich bin leicht erkältet, aber ich denke, das geht so für den Talk auf jeden Fall. Wir wollen ein bisschen über die aktuelle Meta von Rainbow Six Siege sprechen. Speziell hat er auf Operator bezogen, auch so ein paar Gadgets nebenbei, Rauchgranaten zum Beispiel. Und da natürlich einen Pro-Spieler mit dabei zu haben, ist da mehr als praktisch. Und das erste Thema ist dabei so die Rauchgranaten, beziehungsweise Operator mit Rauchgranaten. Weil man sieht ja schon, dass die neuen Smokes wesentlich besser sind. Zwar nur zwei, dafür sind die auch wesentlich dichter. Man erkennt schon, dass ein Capitao, eine Ying, ein Glass eine höhere Pickrate aufweisen als vor. Gut, Ying sowieso, weil die gab es vorher nicht. Wie sieht es da so bei euch eigentlich aus? Wie nutzt ihr so die neuen Smokes? Die neuen Smokes nutzen wir selbst sehr, sag ich mal, oft, sag ich mal, ne? Du hast ja vielleicht gesehen, dass ich bezüglich jetzt Ying Main bin. Was ich natürlich im Endeffekt ein bisschen doof finde, aber ist nicht so schlimm. Nur das Ding ist, dass die Smokes so gut sind, dass man wirklich die für ein Execute super nutzen kann. Also Execute ist halt, wenn man anfängt, die Bombset komplett einzunehmen. Und da kann man halt wirklich alles absmoken. Zum Beispiel gehen wir jetzt von Consulate Garage aus, von der Garage. Du kannst den Hallway absmoken und die Cafeteria bzw. den Security, wo immer normalerweise Mira-Fenster steht, angelegt worden ist. Du kannst absmoken und du hast die komplette Bombset für dich. Also, perfekt. Ja, das ist nicht so ganz interessant, finde, also ich mag diese Tags auch sehr gerne, halt auf Café und Skylar zum Beispiel. Aber warum jetzt speziell eigentlich eher Ying statt vielleicht doch eher Capitao oder Glass? Was macht Ying jetzt so viel besser? Sind diese Candela-Charges es wert zu sagen, man verzichtet halt eben auf Feuerpfeile oder halt auf einen Operator, der durch die Smokes durchschauen kann? Was ich selbst sagen kann, also das haben wir selbst noch nicht wirklich 100%ig gespielt, sondern andere Teams, ist, dass man Ying, dann Capitao und Glass auf bestimmten Maps wie zum Beispiel Café spielt. Alle drei zusammen. Man verzichtet dann auf andere Operator. Was ich aber selbst sagen muss, also ich würde statt einen Capitao auf jeden Fall einen Ying nehmen, weil die Flashbangs sind so großflächig von Ying, die Candelas, dass wirklich jeder im Umkreis von ein paar Metern blind ist. Und wenn er sogar weiter weg steht, ist der auch blind, wenn er direkt reinguckt. Das ist halt das Gefährliche an Candela. Die ist so großflächig, dass auch weite Leute, die weit weg stehen, aber reingucken, auch geflasht sind. Deswegen, ja, ich weiß nicht, Ying ist für mich ein Must-Pick bezüglich der neuen Meta. Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Man sieht zwar auch ab und zu so, also viele spielen Ying, aber es wird nicht immer unbedingt perfekt eingebunden. Also manchmal werfen Leute einfach ihre Flashes und denken halt gleich dran, ja, ich habe ja auch noch Mitspieler so ungefähr, die vielleicht geflasht werden können. Aber klar, wenn man das wirklich optimiert, ich sag mal so diese 90er-Pickrate, die es am Anfang hatte, war vielleicht doch etwas übertrieben. Aber klar, so im starken Mittelfeld, so vielleicht Top 6, 7, so gerade, so vielleicht, weiß ich, 50er Pick gerade, bisschen runter, ist in meinen Augen mehr als gerecht für eine Jünger. Auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, du hast gerade eben gesagt, so mit dem einfach durchwerfen. Ich habe auch noch die Probleme, sag ich mal, die Candelas richtig in dem richtigen Moment zu nutzen. Nicht nur für die Bombsite, sondern auch, wenn wir zum Beispiel einen Roamer Lurker rausnehmen wollen. Das ist halt super schwer, das ist nicht so einfach und da ist halt das Problem, dass du auch diese Utility in dem Team nutzen musst und das ist super schwer, das rauszufinden, wie und wann du es nutzen musst. Okay. Nehmen wir einen anderen Operator, der anfangs so ein bisschen schon fast als, ja, Lachnummer galt, weil man einfach seinen Job auch mit Drohnen quasi durchführen konnte. Und zwar Jekyll, der durch seine neuen Pings wesentlich besser geworden ist. Alle 5 Sekunden kommt ungefähr der Ping, das ist ja fast schon live so ungefähr. Und man sieht schon auf Bank, auf Oregon, steigt Jekylls Pickrate enorm und dazu hat er noch Smokes. Ich denke, bei euch sieht man ja auch mal ab und zu, dass er gespielt wird, oder? Ja, viel möchte ich nicht zu sagen, aber ja, es wird auf unserer Seite auch gespielt. Nicht auf allen Maps, sondern vielleicht nur auf 2, 3. Aber ja, also wirklich, auf ganz großen Maps sollte man auf Jakal nicht verzichten. Das ist meine Meinung. Ja, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, wenn ich so schaue. Gerade auf... Bank ist aber so das super Beispiel. Bank ist zu groß, wenn wir die auch mal spielen. Es ist selbst schwierig zu sagen, man arbeitet von oben nach unten durch auf Bank, weil es gibt mehrere Dropper, wo sie runter rotieren können. Ist der, wo sie einfach übers Geländer springen können. Es ist sehr schwierig, da Leute zu finden, da mit einem Jekyll halt einfach eben zu checken. Ist überhaupt oben einer? Och nö, hier ist eigentlich alles clear, kann weiterlaufen. Ist natürlich sehr praktisch und auch auf Karten wie Oregon, wo auch immer mal einer, sag ich mal, vorbeiziehen kann durch einen Dropper, durch eine Rotation, ist Jekyll halt echt ein besserer Operator geworden. Und klar, eben die Rauchgranaten sind halt immer jetzt richtig gut. Dann, nächster Operator ist natürlich IQ. Bei der haben wir vielleicht so leicht unterschiedliche Meinungen, sag ich mal so ungefähr. Ich find's
teilweise zu krass, so wie sie ein bisschen bewertet wird. Natürlich hat sie Handgranaten, sie kann wirklich die ganzen Fallen jetzt erkennen. Doch dadurch, dass sie halt Fallen erkennen kann, ist ja keine Garantie gegeben, dass sie die auch zerstören kann. Ich meine, sie kann vielleicht eine Ella-Falle sehen, die ist aber jetzt quasi so hinter der Tür, dass sie da gar nicht rankommt. Das ist, dass man sich darüber streiten kann, wie viel die Fähigkeit nun am Ende bringt. Wenn ich mal auf meine Meinung gehen soll, ist quasi IQ eine Must-Pick oder eines der Must-Picks momentan, weil nicht nur wegen den Traps, sage ich mal. Das Ding ist halt, sagen wir mal auf Konsulat, ja, wenn die obere Bombzeit gespielt wird, du kannst den IQ aufs Dach schicken und der sagt dir dann, der gibt den Input, wo stehen die Traps, wo steht wie, was, wo können wir reingehen. Das Ding ist halt, sagen wir mal, die Gegner spielen komplett CO, haben Yellow Stairs, also die gelben Stairs, die Existenz, die runterführen Richtung Piano. Sagen wir mal, das ist komplett alles zugebunkert, du kommst da nicht ein Stück ran. Was machst du dann natürlich? Du sagst, wir gehen für die andere Seite. Und dafür ist IQ super wichtig, super gut, weil du sagen kannst, so von wegen, Leute, ich sehe von oben schon, das funktioniert nicht. Lasst uns rübergehen. Da funktioniert es wesentlich einfacher. Und das ist so ein Ding, so ein Input, wo IQ wirklich helfen kann, voranzukommen. Und es geht auch ja, super okay. Schnell. Wenn du das drohen würdest, drohen würde halt einfach zu lang dauern. Wenn du hast ein IQ, kannst sehen, oh Leute, guck mal, das geht nicht, lass uns was anderes machen. Geht super schnell. Aber da ist ja die Sache, auf Konsulat wurde ja IQ auch vor dieser Season schon sehr viel gespielt, speziell auch wegen den Valkyrie-Kameras in den Bäumen auch unter anderem. Gibt es denn auch Karten, wo du jetzt sagen würdest, wo IQ vorher nicht so viel gespielt wurde, aber jetzt noch einen Plus bekommen hat? Ich würde zum Beispiel Skyscraper sagen. Man hat aber Skyscraper jetzt nicht, sag ich mal, so oft genommen, weil die Map relativ klein verwinkelt ist, sag ich jetzt mal. Da brauchst du halt nicht, da kannst du auch das Drohne einfach so. Da kommt es halt auch immer so ein bisschen drauf an, ob es wirklich sich hundertprozentig lohnt. Also ich würde sagen, ja. Aber es kommt halt immer drauf an. Ich meine, wie gesagt, es gibt Pro-League-Teams, die setzen hundertprozentig auf IQ. Die spielen nur noch IQ. Must-Pick. Und es gibt Teams, die sagen so von wegen, nee, brauchen wir nicht. Haben wir davor nicht genutzt, brauchen wir immer noch nicht. Aber ich bin so zwischen 50 bis, sagen wir 80% brauchst du es. Nicht auf allen Maps, wie gesagt, deswegen sage ich ja bis zu 50%, aber ne, bis zu 80% geht's hoch. Alles klar, okay. Andere Operator sind, die ich hier noch habe, Blackbeard und Ashe, dessen Pickrate doch, würde ich jetzt sagen, gefallen sind. Natürlich haben wir jetzt eben durch die Iron Operator mit ihren Smokes da einfach einen Buff bekommen. Wenn andere mehr Pickrate bekommen, müssen logischerweise irgendwo welche verlieren. Das ist ein logisches Ding, ganz klar. Bei Ashe kann man natürlich sagen, so die Utility, ob die immer so viel Neues bringt, ist halt streitbar. Wände aufmachen, Sachen wegsprengen, das können auch andere Operator. Ihr fordert halt die hohe Geschwindigkeit und einfach die sehr starke Waffe. Letztendlich ist Rainbow Six Siege einfach noch ein Shooter. Kills sind am Ende immer noch rundenentscheidend und dafür ist Ashe aber perfekt geeignet. Blackbeard ist natürlich so, der hat ja vorher schon was Einzigartiges mitgebracht, bringt es jetzt ja quasi immer noch. Wie kann es denn sein, dass seine Pickrate im Vergleich zu vorher doch merkbar gefallen ist? Ich sag's mal so, also wie gesagt, nach dem Patch, nachdem man gesagt hat, Blackbeard muss genervt werden, Blackbeard bekommt zum Beispiel weniger Leben. Das Schild, sag ich jetzt mal, wurde Blackbeard halt super wenig gepickt und die, sag's mal so, hart jetzt, die Blackbeard-Main-Spieler, die Blackbeard dauerhaft gespielt haben, sind dann auf einmal gegangen. Und haben gesagt so von wegen, nee, funktioniert nicht mehr, spiel was anderes oder spiel gar nicht mehr. Es gibt wirklich einen wirklich krassen Fall, wo, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder einfach nur der Spieler keine Zeit mehr hat im Endeffekt. Ja? Aber es war ein Blackbeard-Main-Spieler, der hat dann danach gequittet quasi. Spielt kein Pro-League mehr oder halt, ne, sowas halt. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt drastisch gefallen ist oder sowas, sondern es ist von Season zu Season immer weiter gefallen. Nachdem man Blackbeard schon genervt hat, ist es gefallen. Also es hat jetzt nichts irgendwie mit der neuen Meta oder sowas zu tun. Also es liegt zum Beispiel auch daran, dass vielleicht eine Ella eine Waffe mit einer sehr hohen Feuerrate hat und er natürlich klar mit Ella als Roamer sehr oft mit ihr quasi in den Zweikampf kommen wird, die natürlich mit ihrer hohen Feuerrate sein Schild sehr schnell zerstören kann. Also damit hat es eher weniger zu tun. Ich würde wirklich sagen eher weniger, sondern es hat eher damit zu tun, dass Blackbeard nicht mehr so gebraucht wird auf den Maps, weil man halt wie gesagt dann lieber Ying pickt, einen Bug hat, eine IQ hat. Da ist kein Platz für einen Blackbeard, würde ich sagen. Ja, okay, klar, gibt ja auf jeden Fall auch Sinn. Man kann nur 5 Operator picken am Ende des Tages. Ja, das stimmt tatsächlich. Gut, weil wir gerade bei der Operatorin waren, und zwar Ela. Ihre Pickrate ist ja richtig durch die Decke gegangen. Ich glaube, lateinamerikanische Pro League hat so um die 90%. Bei EU ist sie so die zweitstärkste Verteidigerin, wenn. Bei ihr sieht man echt schon, die ist gut angekommen. Wie nutzt ihr sie denn so? Wir nutzen Ela, ich sag's mal, 99%.
Bei uns ist aber das Ding, dass wir drei Spieler haben, die Ela halt spielen können. Ich sag jetzt noch nicht wirklich die ganzen Secrets, aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen Pengu gesehen. Klar. Beziehungsweise, eigentlich, was heißt drei Spieler? Ich habe ihn ja auch gespielt gegen B-Genius. Habe ich auch eine Ela gespielt. Coastline, Top genau. Da bin ich ja auch in die Top 5 reingekommen, auf Platz 3. Platz deswegen. Zwei, ja. Mhm. Nee, aber das Ding ist halt, sie ist super, weil sie halt schnell ist. Sie hat eine super krasse Waffe, wenn nicht sogar die beste Waffe momentan in-game. Weil sie viel Munition hat, 51 Schuss, die schnellste Waffe, glaube ich sogar. Und 3 Speed, das macht's einfach aus. Du hast deine Ela-Traps, die du überall hinsetzt. Du kannst mit dem Roam, hast Traps, womit du weißt, oh, guck mal, da kommt einer. Den kannst du überraschen, weil der ist gerade in der Trap rein, der kann dich jetzt nicht hören und sehen und wie auch immer, weißt du. Deswegen einfach, sie wird auch nicht zum Ankern genutzt, sondern einfach nur zum Lurken, Roam. Definitiv. Und deswegen ist sie halt Pickrate so hoch, ne? Echt sagen, wenn jemand so eine Falle reintritt, ist es fast schon so ein Safe-Kill, weil er hat's unfassbar schwer, sich da noch zu wehren. Und du kannst ja oftmals auch den Kill snacken. Es kann Informationen bieten, von wo kommen sie her. Und ab und zu sieht man ja doch mal, dass Ela halt sagt, ich behalte ein, zwei Fallen. Und eventuell wird man plant, denied, habe ich mal ab und zu auf Oregon gesehen. Passiert jetzt eher weniger, aber klar, ist auch möglich auf jeden Fall, kann man ebenfalls machen. Meinst du so, der Nerf, der kommen wird für Ela, also mehr Recoil, eine Falle weniger, wird das einen großen Einfluss haben, eher einen kleineren? Wie könnte der sich so vielleicht bemerkbar machen? Also bemerkbar würde sich, glaube ich, machen, dass man vielleicht in meinen Augen mehr ein bisschen Legion pickt. Aber auf jeden Fall, es wird einen bemerkbaren Grund geben oder bemerkbaren, spürbaren Einfluss geben oder wie ich das jetzt nennen kann, dass man ihn weniger picken wird auf jeden Fall. Zwar nicht drastisch, aber ein bisschen weniger picken. Okay. Bei Legion habe ich auch so einen Eindruck gehabt, der wird natürlich auch ab und zu gespielt, wesentlich weniger als Ela. An mir kommt es so vor, bevor Legion gepickt wird, wird erstmal Ela gepickt. Das heißt, Legion wurde fast nur dann gespielt, wenn es auch Ela gab. Es gab kaum mal so eine Teamzusammenstellung, wo du zwar einen Legion hattest, aber keine Ela. Ist mir wie recht oft so aufgefallen, dass quasi so ein bisschen so der Eindruck entsteht, ja, Legion ist so eine bisschen schwächere Ela. Klar, Legion ist stärker im Late Game so ungefähr. Aber Ela hat halt direkt 4 Fallen, 2x Stacheldraht. Du kannst direkt 6 Eingänge super abdecken. Und mit Legion musst du halt warten. Das ist ein Risiko, was mitkommt. Es kann sein, dass er stirbt. So würde ich es ungefähr beschreiben. Aber euch haben es ja auch gesehen gegen Arash zum Beispiel, dass halt da auch Fabian jetzt ein bisschen mit Legion gespielt hat. Aber meistens halt ihr ja trotzdem erstmal noch eine Ela dabei, oder nicht? Wir haben meistens eine Ela dabei und wir gucken halt, wenn wir zum Beispiel kein Banner oder sowas brauchen, nehmen wir halt eine Legion mit dazu, weißt du? Mhm. Aber was ich dazu sagen kann, ist einfach, dass alle Teams oder die meisten Teams, es gibt ja manche Teams, die spielen auch Legion und Ela beide gleichzeitig, dauerhaft, nichts anderes. Was ich mit sagen will, ist aber, dass die meisten Teams Legion einfach, ich habe das Wort vergessen, einfach der Meinung sind, dass Legion es nicht wert ist, gepickt zu werden, was totaler Müll ist, weil Legion, wenn man viel Zeit im Roam investiert hat und die Gegner nur noch, sagen wir mal, 20 Sekunden haben, können die Gegner ja quasi, wenn sie viele Leute noch haben, gegen 3 oder 2, einfach reinrushen und die letzten Picks holen. Hast du aber Legion, hast überall in den Entrances Legion-Traps gepackt, müssen sie durch die Legion-Traps laufen und sind slow, bekommen Lehm abgezogen und müssen diese Pfeile erstmal rausziehen aus dem Fuß, bevor du planten kannst. Und das ist der Grund, warum ich sage, Legion ist ein Must-Have-Pick. Oder nicht ein Must-Have-Pick, aber ein Pick, den man auf jeden Fall durchdenken sollte, ob man den nicht wirklich hundertprozentig mitnehmen sollte. Weil Legion wirklich in dem Late-Game, wie du schon sagtest, hervorragend sein kann und sein wird. Okay, also sein Vorteil gegenüber zum Smoke könnte zum Beispiel auch darin bestehen, ein Smoke kann er quasi erstmal so einen Eingang nacheinander absmoken und Legion kannst halt sagen, hier da eine Falle hin, da eine Falle hin, da eine Falle hin. Und wenn sie, selbst wenn die Angreifer exakt gleichzeitig durch 3 Eingänge kommen, würden sie alle in eine Falle reintreten und du könntest ja niemals mit Smoke 3 Eingänge gleichzeitig abdecken. Nein, das geht nicht. Also wie gesagt, Smoke nutzt ja halt trotzdem halt zum Beispiel eigentlich immer an einer Stelle, würde ich sagen, an der, wo die riskante Stelle, sage ich jetzt, so nennen wir das jetzt, die riskante Stelle, wo die Leute aber reinjumpen können oder Hedge runterspringen können und die Picks machen können. Ja, Smoke hat halt auch im Vorteil, du kannst mehrere eben wegsmoken, Legion Traps halt nur gegen eine Person und halt die Reichweite ist halt viel größer, ne? Richtig. Also wenn du auf Oregon da versuchst, bei der Waschmaschine den Plants zu deny, da der Legion Trap zu werfen, naja, halt ein Smoke-Kanister ist da ja in der Regel viel praktischer. Das stimmt, das ist richtig. Gut, dann haben wir natürlich Bandit und Jäger dort groß diskutiert. Das ACOG ist weg, Pickrate ist auch gefallen. Frage ist nur, liegt es wirklich jetzt am ACOG oder vielleicht einfach darin, beim Jäger zum Beispiel, dass
im Angriff einfach weniger Handgranaten gespielt wird. Man sieht weniger Bug, weniger Sledge. Was ja gut, das heißt weniger. Weniger nicht unbedingt, aber es ist. Man sieht vielleicht nicht unbedingt mal alle zusammen. Man hat nicht irgendwie mehr, dass da auf einmal 6 oder 4 Granaten auf einmal mitgebracht werden, sondern vielleicht einfach nur 2 eben. Einmal ein Bug, fertig. Dass man unbedingt nicht mehr einen Jäger braucht. Du hast mehr Roaming-Game, mehr Bewegung, weniger Leute, die irgendwo ankern, die weggenadet werden können. Dass man vielleicht sagen kann, man braucht nicht mehr einen Jäger. Bei Bandits, Pickratenfall, das ja, überrascht mich schon so ein bisschen. Immerhin ist Bandit ja quasi gebufft worden. Er kann jetzt Drohnen mit einem Schockdrahtschlag direkt zerstören. Er kann die Banners Charges im Nachhinein abwehren. Ja, was sagst du so dazu? Meine Meinung ist, dass die beiden nicht aufgrund der ACOGs gefallen sind, sondern aufgrund der neuen Operator, weil man halt eine ELA Must-Have-Pick macht mittlerweile. Und deswegen bin ich der Meinung, also entweder man pickt einen Jäger oder einen Bandit. Also man sieht nicht beides. Vielleicht auf bestimmten Maps schon, aber man sieht normalerweise dann entweder einen Bandit oder einen Jäger und einen ELA einfach dazu. Also das ist mein Grund. Man hat neue Operator, die man spielen möchte und muss in manchen Situationen. Und deswegen muss man ja irgendwo einen Verzicht ziehen. Und da will man am besten, wenn es geht, vielleicht einen Echo mitnehmen bei manchen Maps. Oder einen, wie soll ich sagen, eine Mira auf jeden Fall. Mira sehen wir ja, da kommen wir ja noch drauf zu. Aber du musst halt gucken, welchen Operator lässt du draußen, damit du zum Beispiel ELA mitnehmen kannst. Und da siehst du halt manchmal einen Jäger, weil, wie gesagt, du schon sagtest, du hast weniger Nades manchmal unterwegs bei den Gegnern und deswegen kann zum Beispiel ein Jäger wegbleiben. Also zum Beispiel auf Border nimmst du dann zum Beispiel manchmal den Jäger weg und dafür einen Bandit, weil du dann die Mira-Fenster oder die Wall Richtung Armory bandeten kannst. Das ist so, ja. Kann ich bestätigen. Das ist halt echt so, man ist doch so ein bisschen auch mal bei Strats machen so drauf festgefahren, so ja, Jäger-Bandit, muss. Aber man so drüber nachdenkt, weil die nicht mitnimmt, so, das klappt ja eigentlich auch ohne. Also, die sind gar nicht mehr unbedingt so, die Must-Picks, dennoch sind sie stark. Also man braucht nicht so ankommen im Sinne von, jetzt voll schlecht und so, auf keinen Fall. Also die sind immer auch mit die besten Verteidiger, aber sind nicht mehr diese Pflicht-Picks, die Pickrate von 90 bis 100% haben müssen. Die sind eigentlich aktuell in einer guten Balance. Die sind oft sinnvoll, aber halt nicht, kein Zwang mehr, sag ich mal. Ja, du gibst mir immer so schöne Vorlagen, nennst immer schon die Operator, die man als nächstes nehmen will. Entschuldigung. Mira gleich noch. Jetzt aber Echo, der hast du mich auch schon genannt. Er wird vielleicht so ein bisschen unterschätzt, aber was er sehr gut abwehren kann, sind eben diese Smoke Plants. Wenn die Angreifer alles zusmoken und du halt wirklich eine Echo-Drohne über dir hast, der 3, möglich ist sogar bis 4-mal bei ESL, weil das Plant einfach länger dauert, kannst du sogar bis zu 4-mal den Plant hinein. Und bis dahin sind die Rauchgranaten weg. Und dann sitzen die Angreifer da, haben ihre komplette Utility verschwendet für diesen Plant. Aber Echo hat es komplett denied. Und da sieht man schon, okay, gegen diese Smoke-Angriffe ist Echo ja der perfekte Konter. Ich muss dir sagen, in der ESL selbst habe ich bisher eigentlich zu, ich würde sagen, 95% immer ein Echo auch gleichzeitig dazu gesehen. Weil man Ying meistens sogar ein Must-Have-Pick hat, ne? Deswegen, also ein Echo ist auf jeden Fall für manche Teams zu sagen, so, nee, warum sollte ich ein Echo mitnehmen? Aber ein Echo ist super krass momentan noch. Gerade mit der Meta, die jetzt momentan mit den Smokes unterwegs ist oder den Flashbangs. Da würde ich auf jeden Fall einen Echo mitnehmen, meine Meinung. Und ich glaube, du unterstützt ja, wie gesagt, die gleiche Meinung in diesem Bereich. Ja, wir haben halt immer sehr viel Smokebombs meistens, aber jetzt auf Café zum Beispiel habe ich versucht, was umzuplanen. Da halt einfach zu sagen, ja, wir ersetzen jetzt Smoke durch den Echo, weil man sich besser dort erstmal, sag ich mal, irgendwo verstecken kann auf Café dort hinten, weil mit Smoke dort zu picken ist immer mega risky. Aber auf vielen anderen Karten finde ich es immer noch, okay, Smoke ist besser. Klar, du kannst auch mal beide zusammenspielen, das ist natürlich immer so eine Frage von, wie viele Operator-Plätze hast du halt eben frei, hast nur 5, wie geht das irgendwie auf, das ist nicht immer einfach. Aber er ist auch hier, er ist auf keinen Fall zu schwach oder so. Er hat echt Situationen, wo er richtig gut sein kann. Und der Punkt mit, ja, er hat ja einen ACOG auf seiner MP5 SD, das macht ihn wesentlich besser. In den meisten Fällen spielt man ja Echo eh mit der Shotgun. Und auch so, er ist in meinen Augen immer ein guter Operator. Ja, ich würde mit der MP5 spielen, das ist meine Meinung. Joa, mach Rotation Holds mit naja, der SMG. Naja, du hast ja, wenn du einen Legion mitnimmst, hast du Impact, Mira, Nades, ne? Impact Nades oder du hast halt ja eine Mira. Ja. Nächstes ja, Thema, okay, ne? Ja, eigentlich von der Strat up, stimmt. Jo. Gut, der Mira wurde genannt, das ist so unser letztes großes Thema. Zwei Operator, der Konter dazu, Twitch. Die sehen wir noch sehr viel. EU, Mira, Top Defender. Twitch ist ja in Lateinamerika immer oben mit dabei. Also auch eigentlich die Season vor Mira war Twitch schon sehr viel dort gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Da gibt es gar kein wie kommt's, weil es ist schon länger so. Und ich denke, es wird auch so bleiben. Mira bietet sehr wichtige Vision und Infos. Du kannst Räume quasi pieken.
mit einem Sicherheitsgefühl, ohne direkt einen Schuss davon in die Fresse zu bekommen. Also die Angreifer können nicht eben einen Enkel abaimen, weil du siehst ja, wenn sie da abaimen, dann kriegen sie das Brett. Ja, ich finde Mira einfach großartig und wir sind ja auch beide Mira Mains. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, das wird bei dir auch so bleiben. Oder gibt es da schon die ersten Anzeichen von Mira wird schlecht? Aber ich glaube nicht, ne? Nein, nicht wirklich. Also sie wurde nicht genervt, nicht gebufft. Also jetzt nichts Dramatisches. Also ich werde mal weiterhin Mira spielen, würde ich mal sagen. Das ist so die große Frage. Muss man jetzt Mira nerven, weil sie so eine hohe Pickrate hat? Oder kann man sagen, ja, sie ist einfach sehr gut, aber irgendwie ist sie auch nicht OP. Man muss nichts an ihr rumschrauben, man muss nichts nerven. Ist sie in dem perfekten Status, kann man sie so lassen? Also momentan würde ich sagen, sie ist in dem perfekten Status. Es kommt aber halt drauf an, wie geht's weiter mit dem nächsten Patches, weil wie gesagt, es soll ja ein neuer Recall kommen. Wie wird die Waffe dann sein? Und dann müsste man gucken, ob man was anpasst. Aber bisher würde ich sagen, super. Ich meine, du hast einen Twitch, du kannst die Twitch nutzen. Und die Twitch wird ja auch super oft momentan genutzt, um halt Mira. Weil die meisten, wie gesagt, die meisten Teams spielen mit Mira. Und was denkst du denn natürlich? Aha, wir nehmen uns Twitch, um die Mira-Fenster aufzumachen. Deswegen wird Twitch auch gespielt. Deswegen denke ich, dass Mira momentan echt gebalanced ist, in meinen Augen. Das stimmt natürlich auch. Mira ist halt auch so irgendwo ein Risikopunkt, weil wenn das Fenster natürlich geöffnet wird, also nehmen wir so eine TV-Strat auf Border, dann stehst du da in TV und denkst dir, ja, RIP, jetzt das Fenster auf. Also wenn du es natürlich schaffst, so ein Fenster auszukontern, es zu öffnen, hat das halt so einen großen Effekt und kann den Angreifern halt auch so einen großen Boost geben, dass du auch so ein High-Risk, High-Reward irgendwo die Richtung natürlich auch mit Mira gehen kann. Meine Meinung. Auf jeden Fall. Ja gut, muss aber schauen, was die nächste Season, da kriegen wir ja zwei Angreifer, vielleicht kommt ja noch irgendwie ein Mira-Konter bei rum. Das sehen wir alles erstmal dann. Sonst auf jeden Fall, danke, dass du dabei warst. Bide, bide. Schaut bei KS-Kanälen vorbei, findet ihr alle in der Videobeschreibung verlinkt. Twitch als auch YouTube, da gibt's ja auch Videos. Ah. Jetzt, ja. Und sonst wird sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.